Heute geht es rund ums Thema Haargrenze mit der Christine. Blumen im Haar sehen unheimlich schön aus, wie ich finde. Und ja, was für Arten von Blumengrenze gibt es? Wie kann man die drapieren? Was muss man da beachten? Also ich meine, du erstellst die ja, aber das muss ja dann auch zur Frisur passen. Genau, und so. Genau. Ja. Man muss von Anfang an auch schon mal abhaken, was möchte die Braut? Möchtest du wirklich einen Haarkranz, der komplett um den Kopf geht? Möchtest du nur eine Haarspange? Möchtest du nur was hinten rein? Möchtest du vereinzelte Blüten? Da gibt es ja ganz viele Varianten. Ne? Ja. Und bitte, bitte, bitte echte Blumen. Also ich als Floristin natürlich muss sagen, echte Blumen. Ja. Hatte ich ja mal jemand angefragt, falsche Blumen? Ja. Ja, leider, das gibt's auch. Ich musste mein Floristenherz weinen. Falsche Blumen, ja, es kommt auch leider immer mehr. Auch bei den Brautschweißen, das ist eine Katastrophe. Aber ja, schnell weg. Aber, wir nehmen echte warum? Blumen. Weil sie denken, der Strauß hält dann auch? Genau, sie sind der Meinung, es hält wirklich das Leben lang, aber es staubt halt auch ein. Ja, also ich finde, das sollte bei Blumen auch wirklich so sein. Du hast das für diesen Tag, das wird vom Fotografen schön fotografiert, das ist festgehalten fürs Leben. Und es gehört einfach dazu, dass Blumen verwelken. Das ist so. Oder man trocknet den Strauß, je nachdem, was für ein Strauß ist, kann man den trocknen. Genau, genau. Ja, ja. Aber künstlich ist einfach. Ich weiß nicht, ob man das nicht auch krass sieht. Ich kenne mich mit Kunstblumen nicht so aus, aber... Da hat sich viel getan in den letzten Jahren, dass ich echt sagen muss, der Laie muss schon zweimal hingucken, ob es echt ist oder nicht. Okay. Aber, ja, meins ist nicht, also wirklich nicht. Aber das muss. Und es duftet auch nicht? Nein, es duftet nicht und das sieht auch echt anders aus einfach. Nee, also ja, also echt Blumen wäre auch für echt Blumen. Ja. Ja. Nein, das sieht's auch. Ich habe mir was ganz Kleines vorbereitet. Das ist so ein halber Haarkranz, nennen wir es mal so. Genau, ganz zart rosa, mit passenden Bändeln einfach. Ja. Und wie würdest du den jetzt tragen wollen? Oder vorschlagen zum Beispiel? Was könnte man mit dem machen? Ich würde ihn, darf ich es bei dir rutschen? Zeigen? Ich würde ihn so hier oben aufsetzen und dann hinten festmachen. Und dann hat es hinten noch genug Freiraum für die Haare. Genau, genau. Je nachdem, was man machen will, ob man offene Haare hat, bei dem ist es völlig egal. Also meistens sind es ja eh nicht wir, die festmachen, sondern wir gehen es einfach mit an dem Tag und die Stylistin oder wer das dann auch immer macht, setzt in die Haare ein oder das kann man auch selber festmachen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man nimmt nur zwei Haarklammern mit, befestigt es vorne, wenn man möchte. Aber das hebt, wenn man jetzt nicht so Luftsprünge und alles macht, dann passt das. Ja, und wahrscheinlich kann man das aber auch irgendwie seitlich oder hinten vielleicht, wenn man viel Haar hat, glaube ich, sieht das hinten aufgesetzt auch ganz gut aus. Wenn man so eine schöne, so eine halboffene Frisur hat, so ein bisschen Locken raus, so ein bisschen luftiger, nicht zu streng, sowas, genau. Das sieht echt schön aus, also mir gefällt das gut. Das ist jetzt von der Jahreszeit passend, genau, Ranunkeln ganz arg viele, ja. Super, super schön und die Farben. Dankeschön, ja. Ich mag's. Ich bin eh ein Haarkranz-Fan. Ich mag das lieber, ein Haarkranz aus Blumen, als so Perlenzeugs. Ja, ja, nee, das da stimme ich dazu, ja. Das ist auch nicht meins. Aber das sind ja ein bisschen nur unser Geschmack. Ja. So, muss es ja nicht so machen. Nee. Fantastisch. Und wenn ich jetzt Haare in Blumen. Blumen in die Haare möchte, sei es als Kranz oder zum Beispiel Schleierkraut oder vereinzelte Blumen. Wie schaut es denn aus? Halten die den ganzen Tag oder Nicht mehr? Man tut schon so beraten, dass man Blumen vorschlägt, die wirklich auch schön eintrocknen. Ja. Also es gibt zum Beispiel Hortensien. Hortensien trocknen so schön ein, die behalten auch die Farbe. Aber das trocknet natürlich nicht innerhalb von einem Tag ein. Also man muss wirklich mit dazu sagen, dass ein Haarkranz, der hat einfach keine Wasserversorgung. Egal, was du in die Haare steckst. Und dann, glaube ich, hat auch jeder Verständnis, dass wenn es 30 Grad hat, dass es halt ein bisschen schneller, sage ich mal, lommelt, aber es sieht nicht schlimm aus, wie einfach ein Strauß, der tagsüber dann doch mal im Wasser steht. Ja. Das muss man einfach nur dazu sagen, ja. Aber meistens auch das Grünzeug hält ja immer ganz gut. Also bei dem Grün ist meistens überhaupt gar kein Problem, das trocknet super schön ein. Aber es sind halt dann so zarte Blüten, wo einfach ein bisschen schneller fast welken, kann man sagen. Ja, aber wir Floristen schauen schon, dass wir es gut vorbereiten. Da gibt es so ein, zwei Tricks auch, wo man machen kann. Und ja, wir sagen auch den Bräuten immer kühlt's. Kühlt's genau vorher, bis ihr es wirklich in die Haare macht und dann hebt es auch den ganzen Tag. Also für die Hochzeit ist es wunderschön und einen Tag später ist halt. Ja,
Da brauchen wir es ja nicht mehr. Genau, so soll es auch sein. Ja. Ja. Danke dir. Gerne. Wir machen dann gleich weiter mit den nächsten Themen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt hier eine ganz tolle Inspiration bekommen, ja, was man sich so alles ins Haar machen kann als Braut. Ja, bin gespannt. Zeigt uns doch mal eure Varianten. Mhm. Würde uns freuen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. With a green grass grows in a sunny embrace, and we can get away, girl, make our escape.